Ihr wollt wissen, wofür ich die Stütze hier brauche? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Nee, erstmal Ping. Käffchen. So. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen das Kupfer anschließen, wie ich schon am Mittwoch gesagt habe. Da muss ich überlegen hier. Wahnsinn. Und dann wollen wir hier von die andere Seite anschließen. So. Und da das praktischerweise alles hier so ein bisschen in der Ecke rumliegt, machen wir das folgendermaßen. Zack, zack. Hier lang. Wir treffen da vorne auf das Eisen. Das ist schon mal ganz gut. Weil dann haben wir so eine Ahnung, wo wir hinwollen. Jetzt ist die Frage, ab wo kommt das Öl? Öl ist da unten. Das ist mir aber egal. Wenn ich das hier hochziehe, komme ich da gar nicht ans Öl ran. Schön. Das heißt, wir setzen uns... Ne, das komme ich da gar nicht ans Öl ran. Das überschneidet sich genau hier. Ich wollte mich eigentlich nur noch... Also. Ja. War klar, dass das Öl doch wieder ein Problem ist. Also als erstes mal so und bitte so. Damit haben wir das Kupfer so angeschlossen. Dann ziehen wir da runter. Das hätte ich aber gerne so. Dann ziehen wir hier runter in die Richtung. Und hier hoch in die Richtung. Und dann kommt ein kleines Stückchen da durch. So. Genau, so hätten wir das gern. Das liegt jetzt schon mal überall an gleich. Perfekt. Irgendwann bleibt es hier stehen. Dann sind wir hinten angekommen. Geht eine ganz schöne Menge rein. Danke. So, wir sind hinten angekommen. Jetzt machen wir die andere Seite. Wir müssen uns auch noch überlegen, ich habe ja hier ein bisschen falsch gerechnet, weil Kupfer ist eine von den Sachen, wo wir richtig, richtig viel von rausballern. 37,5 pro Minute. Die waren jetzt auch nicht irgendwie übertaktet oder so, ne? Ja, 37,5 pro Minute. Und nee, N ist die Taste. Wir haben 780er durch 37,5 und 20,8. Das heißt, müssen wir eben, wie kriegen wir das denn zu dem Steamed? Brauchen wir nur 252. Dann würde ich einfach 255 durch 36,8. Dann packe ich 7 da oben rein. 7 wird nicht gehen. Dann würde ich 8 machen. Ja, 8 und dann hinten wieder zusammenfüttern. Ja. Das sind 30 Stück hier, wobei eine tierisch untertaktet ist. Vielleicht können wir mit der arbeiten. Irgendwie sowas. Praktisch, dass gerade ein Autosave ist, dann können wir darüber reden. Also, ja gut, das ist auch schon vorbei. Also, das habe ich ja super überbrückt. Dafür könnte man ein Abo da lassen. Fände ich super. Dankeschön. Okay, das machen wir, wenn wir alles aufgebaut haben. Wir fangen jetzt erstmal wieder an. Ist jetzt so ein bisschen eine Wiederholung vom letzten Mal, aber mein Gott, was soll's. Aber wir können dabei über andere Dinge reden. Nämlich, morgen ist ja, heute ist weiter. Wie gesagt, ich produziere gerade vor, das heißt, ich weiß nicht so genau, wo wir sind.
ersten Sätzen, der ist immer schwierig. Ist das so? Ja. So, bitte. Danke. War ich? Ach ja. Morgen, Heiligabend, wird auch ein Video rauskommen. Und ich werde mir für dieses, das ist jetzt ein sehr seltsamer Satz, ich werde mir für dieses Video besonders viel Mühe gegeben haben. Es wäre schön, wenn ihr da alle reingucken könntet. Muss jetzt nicht unbedingt ein Heiligabend sein. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, eine kleine. Ein kleines extra Weihnachtsvideo halt. Und da wäre es echt toll, wenn ihr... Vielleicht könnt ihr das ja sogar mit der Familie nutzen. Mal reingucken. Wenn ihr mir nicht traut. Ist gar nicht, ist die Kinder... Ja, lassen wir Kinder mal außen vor. Nee, lassen wir... Nee, nicht mit der Familie. Bitte nicht. Oder guckt sie euch vorher an und dann einfach noch mal hinterher. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig mit der Zeit. Entweder, keine Ahnung, 16 Uhr so ein bisschen. Meiste geht ja immer so abends 5, 6 Uhr los bei den meisten Leuten. Die um 16 Uhr raushaue oder ob ich die erst um 18 Uhr raushaue. 18.15 Uhr, wie eigentlich immer. Also, ich meine, das werde ich vorher nochmal als Community-Post machen. Wann ihr denn diese wunderbare Weihnachtsfolge erwartet. Es ist kein Satisfactory, so viel kann ich euch verraten. Es wird ein bisschen real life, könnte man sagen. Und das Ganze in Verbindung mit AI Art, also computergenerierten Bildern und also künstliche Intelligenz und so. Fancy, new fancy shit. Und das hat doch eine ganze Menge, jetzt mache ich von hinten nach vorne, hat doch eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen. Deswegen wäre das echt toll, wenn ihr da reingucken könntet. Und es so vielen Leuten erzählt, wie nur irgendwie möglich. Vielleicht bringt es euch zum Schmunzeln. Das wäre noch schöner. Lasst auch da eine Menge Kommentare da. Abos. Und was weiß ich nicht noch alles. Likes natürlich. Das ist übrigens etwas, was ich bisher jedes Jahr gemacht habe. Irgendeine Kleinigkeit zu Weihnachten als Weihnachtsvideo. Am ersten Mal habe ich Geschichte vorgelesen. Was ging? Saß ich am Lagerfeuer oder saß ich vor einer Fabrik? Oder in einer Fabrik? Ich weiß es nicht mehr genau. Und im letzten Jahr habe ich Weihnachtsnachrichten gemacht. Also auch das dürft ihr euch gerne an Heiligabend angucken. Die sind tatsächlich auch kindergeeignet, die Sachen. Aber dieses Jahr, glaube ich, das ist nicht ganz so wichtig. Also kann man machen. Ist jetzt nicht so, dass da viel Schlimmes drin wäre, aber wenn sie noch an den Weihnachtsmann glauben, würde ich es lassen. Und, keine Ahnung, ersten Weihnachtstag würde ich es auch gerne machen.
nur, dass das Wetter jetzt noch mitspielen wird. Ich habe so ein paar Ideen, was ich machen kann. Die würde ich natürlich gerne auch umsetzen. Aber das ist manchmal nicht so leicht. Jetzt gleich haben wir das hier auch wieder fertig. Das waren dann auch nur 10 Minuten. Ja, okay, ein bisschen mehr. Aber keine Viertelstunde. Das ist doch schon mal was. So. Jetzt hier nochmal gucken, wie viel Wasser hier eigentlich rein. Ja, muss ja sowieso. Wie viel Wasser muss hier eigentlich rein? 436. Er hält sich. Das hält sich richtig in Grenzen. Das heißt, ich kann von da abzwacken, weil ich brauche nochmal für das Steam-Zeug 252. Also ich habe die 600er hier gar nicht voll. Für das ganze Wasser, für das, was wir hier brauchen. Sehr gut. Verzeihung. So. Dann müssen wir jetzt nur noch den Spaß vorne rumleiten. Und das fangen wir am besten an, indem wir hier hingehen. Ich ziehe das jetzt ganz bewusst dahin. Hier damit hier rüber. Das ist so gut. Oh, Wahnsinn. Der Spaß läuft und läuft und läuft und läuft. Dann setzen wir uns da an Röhrchen hin. Und da ein Röhrchen hin. Du kommst da lang. Du gehst dorthin. Und mit dem Röhrchen müssten wir eigentlich auch schon das Wasser haben, das wir da oben drüber brauchen. Das muss ich mit dem, wie wir das machen können. Jetzt habe ich hier nämlich genau eine Überkreuzung. Ups. Das ist ganz knapp hier. Das heißt, ich könnte das hier hinter lang legen und dann irgendwie so da oben rein. Also das wäre eine Möglichkeit, das hier ankommen lasse und auf das Rohr gehe. Alternativ. Oh. Nach vorne hin. Also quasi. Oh, ob das funktioniert. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Muss eh nur eine 300er sein. Alles easy. Muss nur überlegen, ob ich vorher noch eine Pumpe brauche. Weil das, wenn man das. Hallo? Du hast so gar keinen Bock da oben drauf, wa? Hey! Also manchmal verstehe ich diese Bodendinger hier nicht. Gehen wir hier hoch, bitte. So.
Danke. Danke. War denn jetzt dein Problem? Egal. So, passt schon. Okay, also eine Pumpe dafür. Dann habe ich gesagt, möchte ich das Ganze hier 8 Stück machen. Dann müssen wir den Kram noch mal oben drüber leiten. Ja, das machen wir. Also 2, 4, 6, 8. Oder wir haben Kupfer, war glaube ich ganz viel, ne? Muss man eben nachgucken. Eine schlaue Liste hier. Wo sind denn meine Kupfer? Da! Oh, nee, geht. Katerium war ganz viel. Quickwire war es ganz viel. Genau, da war das große. Also, wir brauchen Kupfer. Sind nur 1090. Das heißt, wenn ich die 8 abziehe. Und wir haben. Weiß ich mal. 1100. Ja, plus minus, weil ich ziehe sowieso ein bisschen. Da fällt mir ein. Das abzwecken hier vorne. Du bist untertaktet. Okay. Du bist mega untertaktet. Passt. 1, 2, 3, 4. So, dich nehmen wir raus. Hört mir nicht. Kriegen wir dich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Hätte mich auch gewundert. Wobei, dann machen wir was anderes. Man kann dann nämlich auch den ganzen Spaß ein bisschen austricksen, indem man einfach hingeht. Das funktioniert schon mal nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Also eigentlich möchte ich ihn da direkt dran klatschen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Oder machen wir das zu einem Problem von Future Sven? Nein, das machen wir nicht zu einem Problem von Future Sven. Das gefällt mir nämlich nicht. Also hier reinklippen lassen möchte ich nicht. Ich muss jetzt nur die richtige Stelle finden. Also. Kriegen wir das mit dem Fundament? Nein, ich habe kein Fundament draufgesetzt. Nein. Wie sieht's denn aus, wenn wir uns ein... Müsste ich vorne ansetzen, damit ich... Kante bin. Ich möchte ihn ja sowieso recht hoch haben, ne?
Weg, okay. Kann ich sogar noch verstehen. So, dann müsstest du doch eigentlich oben drüber gehen. Jetzt wollen wir gerne, dass das so rum ist. Easy peasy. Okay. Das war schwieriger als gedacht. So. Jetzt müssen wir eben überlegen, wenn ich 22, das ist immer noch zu viel. Ich hätte den Spaß ein Stück weiter hinten machen müssen. Das hätte geklappt. Einfach nur einen weiter nach hinten. Okay, so viel Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Du kommst nochmal weg. Da dran. Hier ist eine Lücke, das heißt ein weiter nach hinten. Nehmen wir das denn dann hier halbwegs ein. Das wird jetzt interessant, wenn ich den einen zurücksetze. Ne, ich brauche den definitiv dahin. Dahin. Also ich muss das quasi hier drüber setzen, dann passt das nicht. Oder? Wie habe ich denn da gesetzt? Da habe ich es genau an die Kante gesetzt, das heißt ein bisschen rein sogar noch. Ein bisschen rein sogar noch. Dann wäre das hier so ungefähr. Also, Logistik, der Kollege. Zwei von der Mitte zurückgezogen. Okay. Zwei von der Mitte zurückgezogen. So. Ja. Zwei von der Mitte zurückgezogen. Das dann hier. Jetzt falle ich gleich wieder darunter. Und es wird alles sehr wir. Eins, zwei. Noch einen drauf. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du gehst dran. Du kommst da rein. Wunderbar. So, jetzt ist nur die Frage. Reicht das? Ach ja, dich kann ich dann wegmachen. Ich will wenigstens da vorne ankommen. Das ist jetzt die große Frage hier. Schaffe ich es hier drauf? Bis dahin komme, ist alles top. Oh. Ja, das ist wunderbar. Das heißt, hier die 10 gehen gemeinsam dahin. Sammelmeter hier. Dann geht der Spaß hier rüber. Käme hier hinten an. Da müsste ich einmal drüber gehen. Bisher ist das ja so, dass das hier alles da unten rein soll. Das sind meine Reste. Das heißt, ich könnte... Wenn ich hier hingehe... Das passt. Ein Fusionator.
genau dorthin. Günstig. Ein Fusionator dort. Hin. Ein oben. Dann geht das nämlich da oben drüber weg. Und du gehst dahin. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich das da unten, dann müsste ja theoretisch noch ein bisschen ein Rest überbleiben, den ich besser weiterleite. Das heißt, ich setze mir da ein. Den machen wir nochmal weg. Denn wir ziehen das von hier nach da und setzen den Splitter hoffentlich genau richtig hier drüber. Dass der Kollege anschließen kann. Hä? Nein, den. Ah, fast gut. Es dürfte aber funktionieren, hoffe ich. Also das müssen wir dann auf jeden Fall kontrollieren. Kriegen wir jetzt das Förderband von dort? Natürlich nicht. Das heißt, hier muss irgendwo zwischendrin noch einer sein. Ist auch gar nicht so schlecht, dann ist das nicht ganz so. Sieht das nicht ganz so blöd aus. So. Damit haben wir das Thema Kupfer abgeschlossen. Hier hinten kommt noch ein Rest, den wir vielleicht nochmal da hinten irgendwo brauchen. Aber das ist kein Problem. Den können wir dann irgendwo zwischenfüttern oder sonst irgendwas. Ja, es praktischerweise direkt die ersten Maschinen sind, dann muss ich gucken, wie ich das mache, aber das wird schon irgendwie klappen. Gucken wir nochmal eben, bevor wir die Folge beenden, das Kupfer hinten nochmal raus muss. Bei der untere, ja, das Kupfer geht nochmal hier runter. Super. Das heißt, wir können das irgendwo nach unten leiten, hier daneben oder so, und dann da benutzen. Perfekt. Alles gut. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.